Also, ich habe letztens erst mit einer Klientin gesprochen über das Thema Authentizität. Siehst du, jetzt bin ich total authentisch, weil ich es nicht aussprechen kann. Und zwar ging es darum, dass sie halt gemerkt hat, dass sie immer weniger und immer weniger Freunde hat. Also die hat einen Partner und die beiden haben immer weniger Freunde. Und dann haben wir uns halt unterhalten, warum und wieso und weshalb. Und dabei ist halt rausgekommen, dass sie aufgrund ihrer Arbeit und ihrer emotionalen Lage zwar am Anfang noch auf Einladung gegangen ist, aber diese Einladung natürlich nicht erwidert hat, weil sie irgendwie das, die Arbeit vorher, die Arbeit nachher, und dann ob das halt gefällt oder nicht gefällt, was man da so macht. Und dann habe ich da ein bisschen empathisch eingeworfen. Das heißt, wie? Sie sind auf Einladung gegangen und haben die nicht erwidert. Das ist ja so ein bisschen so wie so ein Kuckuck, der die Eier in fremde Nester legt. Das fand sie natürlich einerseits lustig, auf der anderen Seite habe ich natürlich dann gleich den Nerv getroffen. Und dann sind wir aber weitergegangen und dann sind wir von diesen Plänkeleien praktisch zu der Ursache gekommen. Die Ursache war halt, dass sie für sich in Anspruch genommen hat, alles perfekt zu machen. Und dieser Perfektionismus, der war halt total anstrengend, weswegen sie nicht eingeladen hat, denn dann hätte das Haus immer perfekt aufgeräumt sein müssen, dann hätten immer das Essen perfekt oder das Fondue perfekt und der Punsch perfekt und alles perfekt sein müssen und danach natürlich wieder auch aufräumen. Und das war ihr halt wirklich zu stressig. Und dann haben wir halt in der Sitzung erarbeitet, wieso denn eigentlich perfekt, wo das denn eigentlich herkommt und was das für Hintergründe hat. Und der Hintergrund war halt, dass sie in ihrer Zeit als Kind hauptsächlich von ihren Eltern Anerkennung, Verbindung, Lob, Umarmung, Küsse und so weiter bekommen hat, wenn sie gute Noten nach Hause gebracht hat, wenn sie den Zimmer ordentlich aufgeräumt hat, wenn sie also was gemacht hat, was man typischerweise als gut perfektionistisch sieht. Und das hat sie halt praktisch in sich drin bewegt und hat halt irgendwo eine Verbindung zwischen, ich muss perfekt sein, dann kriege ich Verbindung mit der restlichen Welt. Dann habe ich Anerkennung, dann habe ich soziale Kontakte. Und so hat sie sich halt natürlich auch immer angezogen, wenn sie halt irgendwie auf die Einladung gegangen ist. Immer alles perfektes Kleidchen und ihr Mann gestriegelt und so weiter. Und irgendwie hat sie dann gemerkt, dass das aber auch irgendwie nicht klappt. Also irgendwie kommt man nicht in diesen Kontakt dann mit den Leuten. Und weil sie ja immer dann perfekter werden wollte, weil sie immer mehr Kontakt gesucht hat, hat sie halt versucht, immer perfekter zu werden und hat dadurch praktisch eigentlich dafür gesorgt, dass sie keine Kontakte mehr hatte. Denn wer möchte mit so jemandem, der nicht authentisch ist, seine Freizeit verbringen? Und ihre Reaktion war halt der Rückzug und hat halt dann gesagt, okay, dann halt gar nichts mehr. Ja, dann sind wir und mein Mann, also ich und mein Mann sind dann die Einzigen. Und nach ein paar Jahren merkt sie, dass das auch irgendwie nicht ist und dass das irgendwie langweilig ist. Und in der Sitzung haben wir uns dann das angeguckt, was da dahinter steckt, dieses Bedürfnis nach Verbindung und die Angst, dass sie halt praktisch keine Verbindung hat. Und auf der kognitiven Ebene hat sie halt relativ schnell verstanden, dass tatsächlich der Perfektionismus eigentlich dafür gesorgt hat, dass, obwohl er da war, um Verbindung zu schaffen, hat er dafür gesorgt, dass sie halt keine Verbindung mehr hat, was halt ihre Motivation in die Arbeit mit mir dann noch verstärkt hat. Und dann sind wir halt hingegangen und haben uns angeschaut, ja, wie das mit diesem Bedürfnis nach Verbindung ist, wo das frustriert worden ist, was das für Schlüsselmomente gewesen sind in ihrer Entwicklung und haben die dann auch bearbeitet. Und ja, jetzt hat sie die Hausaufgabe, fremde Leute anzusprechen und zu gucken. Ich bin total gespannt, was rauskommt, aber sie ist auch total gespannt und ich ja, bin total ja, fasziniert von ihrer Entwicklung, dass sie tatsächlich dieses Perfektionistische jedenfalls im Gespräch mit mir ablegen konnte und dann jetzt in die Tat geht, in die Aktion geht und halt versucht, neue Erfahrungen zu machen. Und aus diesen neuen Erfahrungen werden wir dann aufgreifen in den nächsten Sitzungen und dann gucken, dass sie jetzt nicht unbedingt das Mittelpunkt der Party wird, aber so, dass sie halt ganz normale soziale Kontakte hat und Freundschaften hat, mit denen man dann halt ein Weinchen trinken kann, spazieren gehen kann oder halt auch weitere Sachen wie Urlaube oder Feiern machen kann.